Servus, grüezi und hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder bei diesem Projekt mit dabei bist. Heute starten wir die Folge vor unserer neuesten Hoferweiterung. Ein Silo zum Fermentieren von Gras und Heu. Sogar Stroh kann hier zur Silage verarbeitet werden. Der große Vorteil von diesem Silo? Wir können das Schnittgut auf dem Feld lose einsammeln und in Silo kippen. Auch können wir im Gegensatz zu einem Fahrsilo die Silage nach Bedarf produzieren. Und das werden wir in der heutigen 10. Folge unseres Projektes gleich mal testen. Denn das Grasfeld bei unserer Olivenplantage ist reif und kann geschnitten werden. Zum Einsammeln werden wir diesmal einen großen Ladewagen von Glas verwenden. Dieser steht schon für uns zur Abholung beim Landmaschinenhändler bereit. Sobald das Feld abgeerntet ist, wird es wieder mit dem Striegel aufbereitet, was gleichzeitig auch einer Düngestufe entspricht. Ich wünsche dir gute Unterhaltung beim Zusehen, dein Badenfarmer.
I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down fast am Ende der Folge angekommen und auch heute gab es wieder viel zu tun. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch bitte ein Däumchen und wenn du mehr davon sehen möchtest, abonniere doch den Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder zu einem LS22-Video treffen würden. Bis dahin, bleib gespannt und neugierig, dein Badenfarmer.